Herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play The Amazing Spider-Man 2. Ich bin Marv und wir machen uns jetzt auf den Weg zu Tante May. Hier ist die Straße ausgegangen. Einfach mal schnell rüberschwingen hier. So, die will ich haben. Wenn ich schon mal da bin. Komm zu Papa. Komm zu Papa? Das ist Spider-Man und seine Sprüche. Ich finde die deutsche Synchro jetzt nicht so wahnsinnig gut. Ich hätte mir gehofft, also gewünscht. Ich gehe eigentlich besser nach Hause, bevor Tante May noch die Polizei nach mir suchen lässt. Ich hätte mir eher gewünscht, da den Originalsprecher zu haben. Aber das geht leider nicht. Aber was sage ich bisher zum Gameplay? Ja. Spider-Man halt, ne? Sogar in New York gibt es manchmal nichts zum Schwingen. Waren hier nicht irgendwo Gegner? Hörst doch da oben. Wo warst du mein ganzes Leben lang? Kann man da runter oder darauf, da rein? Warte, da oben ist doch auch noch was. Sehr nett. Wir haben Meldung erhalten, dass Verdächtige versuchen, in ein Gebäude einzubrechen. Ihr Jungs seid kaum meine Zeit wert. Große Klapper, nicht so. Hey, willst du mein Erzfeind sein? Reingefallen? Was? Ach, die Spinne! Du bist nur ein mageres Würstchen, oder? Nur ein mageres Würstchen? Die Spider-Wurst, jetzt neu. Bei Marvel. Vorsicht! Hey, die Maske soll dir auch keine Angst machen. Die soll nur mein Gesicht vor deiner Spucke schützen. Wenn ich dir Gesicht schlage. Zack. Vielleicht zwei auf einmal. Einiges. So, der kriegt den Signature Move. Wow, was für ein Gebiss. Schade, dass ich es kaputt machen muss. Ja. Zu schade. Ich wäre fast gestorben. Vor Langeweile. Oh, wie ein bisschen überheblich er mal wieder ist. Ich hab die Errungenschaft wahrer Held freigeschaltet. Die Anwohner dankten Spider-Man für seine Arbeit in ihrem Bezirk und nannten ihn, ich zitiere, einen von uns. Oh. Ich bin einer von euch. Das ist doch schon mal gut. So, muss da lang. Nichts hier zum Netzen! Da ist genug zum Netzen. Ich habe Tante May versprochen, dass ich bald zurück bin. Ich sollte mich beeilen. Ja. Stress dich nicht. Spider-Man, zu viel Stress im Job ist nie gut gewesen. Egal für wen. Auch für Helden. Na. Und das mit dem Schwingen, das müssen wir noch ein bisschen üben hier, würde ich sagen. Einfach längere Schwünge machen. Dann geht das auch. Da oben. Oh, danach habe ich gesucht. 7 von 15. Ja, fehlen noch ein paar. Aber wir sind doch gleich zu Hause. In der Straße, wo auch noch ein bisschen Rasen ist. Zurück nach Hause, ja, mit der Bahn. Wir fahren ganz schnell mit der Bahn nach Hause. Denkt daran, ab und zu das Upgrades-Menü zu besuchen. Ja, das ist richtig. Müsste ich auch mal wieder machen. Der Kerl, der Onkel Ben getötet hat, ist tot. Man könnte meinen, dass mir das Frieden bringt. Das tut es aber nicht. Nicht mal annähernd. Wirf einen Blick in die Garderobe, um dir deine Auswahl von Spideys Kostümen anzusehen. Spiele jede beliebige Mission des Spiels erneut, indem du dir die Bilder ansiehst. Naja, schauen wir mal, da ist noch ein Upgrade-Ding. Was haben wir denn hier Feines?
Spider-Man-Kostüm. Wir haben hier das Vigilante-Kostüm. Das ist das Kostüm aus dem letzten Film. Das ist das Kostüm aus dem nächsten Film. Okay. Geil. Kennt ihr diesen Move, diesen Dance-Move? Da gab es mal so ein kleines GIF, wo er genauso getanzt hat. Das ist ein schönes Gimmick. Okay, ja, wir bleiben bei dem Standard-Skin. So, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. In der Mission will ich nicht nochmal spielen. Daraus kann ich auch nicht. Aber es ist, ich dachte im ersten Moment, es wäre nicht das richtige Zimmer so von ihm. Aber es ist das richtige Zimmer, so wie aus dem Film. So, wir haben 850 Punkte. Da können wir den Boost kaufen, hier. Spider-Man konnte die Netzformel für Stärke seines Netzes verbessern und damit den Netzschwung-Boost noch stärker und schneller machen. Das ist immer gut. Schleuder 1. Die Netzpolymerkettenverbindung reicht nun weiter und Spider-Man kann sich mit einem Netzschwung-Boost in die Luft katapultieren. Halte fürs Schleudern LT und RT und drücke dann A. Lass LT und RT los, um sich in die Luft zu schleudern. Das ist schon mal gut, aber so weit sind wir noch nicht. So, die Zimmer sind hier noch alle zu. Können wir mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich finde es ganz cool, dass sie jetzt Spider-Man-Missionen eingebaut haben. Auch wenn Spider-Man bei weitem nicht mehr so aussieht wie früher. Tante May sitzt da. Ich habe erstmal in die Küche. Habe ich die Kamera dabei? Ja. Meistens sind sie aus solchen Dingern am Kühlschrank. So kleine Gimmicks versteckt, aber hier wohl nicht, weil hier ist noch sowas. Nee. Gut, dann wollen wir mal zu Tante May. Die Polizei bestätigte, dass ein Serienmörder frei herumläuft. Einer mit einem besonderen Merkmal. Er jagt andere Mörder. Sein letztes Opfer ist Dennis Carradine, verurteilter Mörder und Waffenhändler. Carradine war der Haupttäter der Schießerei in Queens letztes Jahr, der Benjamin Parker zum Opfer fiel. Einige New Yorker, mit denen wir gesprochen haben, begrüßen die Tatsache, dass die Kriminellen von der Straße geholt werden. Hey, da möchte jemand mal richtig aufräumen? Ich hab nichts dagegen! Die Polizei weist jedoch auch auf eine Gefahr für die Allgemeinheit hin. Diese Person ist ein gefährlicher Psychopath. Er geht extrem brutal vor und hinterlässt die Buchstaben CK in Blut als Kennzeichen. Die Tatorte sehen so schrecklich aus, dass selbst erfahrenste Beamte schockiert sind. Aufgrund der Buchstaben und der Grausamkeit der Verbrechen nennt die Polizei den Mann den Carnage Killer. Sollten Sie über Informationen verfügen, melden Sie sich bitte bei der Polizei. Whitney Chang für das Daily Bugle News Network. Schrecklich. Ach, aber wenigstens ist es nun vorbei. Der Mann, der uns Ben genommen hat, wird niemandem mehr wehtun. Vielleicht finden wir jetzt Frieden. Peter, was ist mit dir? Tante May, es ist nur... Ich bin froh, dass... Ich weiß, das ist falsch. Du bist erleichtert, dass ein böser Mann niemandem mehr wehtun kann. Das ist was anderes. Du bist froh, dass ein Mörder bestraft wurde. Daran ist nichts falsch. Ich weiß. Aber ich... Ein Teil von dir wünscht sich, du hättest ihn bestrafen können. Ja. Das hätte Ben nicht gewollt. Er wollte, dass du hart arbeitest, einen Abschluss machst. Eben alles, was du so gemacht hast. Wo er auch ist, er ist sehr stolz auf dich und ich bin's auch. Ich hatte mir gewünscht, dass diesem Carradine schlimme Dinge geschehen. Das ist völlig normal. Er hat deinen Onkel getötet. Ja, aber... Peter Parker, Schuldgefühle wegen Ben sind schlimm genug. Das wirst du nicht auch noch auf dich nehmen. Wieso soll es deine Schuld sein? Hast du ihn getötet? Nein. Er war ein Verbrecher. Er hatte mit schlimmen Leuten zu tun. Darüber hatte er ganz allein die Kontrolle. Was hättest du schon tun können? Tja... Du fühlst dich also besser? Mein Mann ist noch immer tot. Das wird für immer wehtun. Du meintest, wir könnten jetzt vielleicht Frieden finden? Ja. Jetzt, da wir diese Fragen endlich los sind. Wo ist er? Warum finden sie ihn nicht? Blicken wir jetzt nach vorne. Aber wann werden wir wieder glücklich?
Wir werden wieder glücklich, Peter. Ich verspreche es dir. Du hast Whitney Chang gehört. Es gibt Leute, die dem Carnage Killer danken. Ich kann das irgendwie verstehen. Das ist was anderes, als es gut zu heißen. Du bist ja nicht froh, dass dieser Carnage-Kerl da draußen mordet, oder? Du willst doch auch, dass er von der Straße verschwindet. Ja. Ja, schon. Und das wird er. Tante May, mach das mal lauter. Wir haben soeben von einer Geiselnahme bei Oscorp erfahren. Bewaffnete Männer haben mehrere Mitarbeiter in ihre Gewalt genommen. Oh nein! Überwachungsaufnahmen zufolge ist ihr Anführer der Berufsverbrecher Herman Schulz. Schulz? Was? Gwen, sie macht dort immer noch ihr Praktikum. So spät noch im Büro? Nein, aber ich sollte sicher gehen. Das ist eine gute Idee. Ich war immer der Meinung, ihr hättet euch nie trennen sollen. Warte nicht auf mich. Das tue ich immer. Ja, dann. Auf zu Oscorp. Schauen wir mal, ob Gwen da ist. Ich dachte eigentlich, Gwen würde in diesem Spiel jetzt nicht auftauchen. Aber tut sie ja vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es ja einfach nur ein Vorwand gewesen, um da jetzt hinzukommen. Schulz ist meinetwegen entkommen. Wenn er jemanden verletzt. Nein, dieses Mal nicht. Oh ja! Aber das bringt auf jeden Fall was jetzt hier diese... Was ist das? Comic-Seite? Ja, das war eine Comic-Seite. Okay. Oh, Level up. So, warte mal. Jetzt ein bisschen die Orientierung verloren. So, jetzt haben wir es wieder. Schneller, Spider-Man, schneller! Nein, ich muss darauf. Oh Mann, die Leute brauchen Hilfe. Die Geräusche, die ihr hört, ist mein Hund, der gerade einen Knochen durch die Gegend schleppt. Komm schon, Spider-Man! Zeig mal! Russen? Ich hatte Schulz-Leute erwartet. Abgelehnt. So, ihr wird nicht mit mir gekämpft. Ich werde dich zermalmen! Ja, zermalmen einen anderen Tag. Oh, Baloo, versuch doch mal ein bisschen ruhiger zu sein. Ich gebe ihn gerade auf. An ja, manchen Tagen mach das mal, einfach. Mach das mal so einem Hund klar, während du aufnimmst, dass er jetzt hier keine Randale machen soll. Ich muss diese Trümmer beseitigen. Ja, aber wie? So, ziehen, genau. Dann gehen wir mal nach Oscorp. Seilen wir uns mal ab hier, so richtig Mission Impossible mäßig. Da will ich nach oben. Denn das Ding will ich sehr auf jeden nett. Fall mitnehmen. Sehr nett. Die Lüftungsschächte bewachen. Kein Problem. Vlad macht das. Er ist klein und passt da rein. Vlad macht immer die Drecksack. Aber Vlad wird jetzt den Weg nach oben schützen. Gehalten. Gehen wir da oben lang. Schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Warum geht das nicht? Anderer Weg oder was? Nee, da können wir auch noch. Oh. Sitzen. Bingo.
War das der Weg, wo ich hergekommen wäre? Ich glaub schon. Da gibt's einen Spider-Man-Sensor hier. So, einmal nach oben. Weiter komme ich in den Lüftungsschächten nicht. Komm schon. Wie heißt du? Max. Max Dillon. Okay, Max. Es ist ganz einfach. Sag uns, wo die Waffen sind, oder du stirbst. Ich bin Elektroingenieur. Ich komme nicht in diese Bereiche. Dann ist das kein guter Tag für dich. Was, Max? Das glaube ich allerdings auch. Muss ich mal aufpassen, dass der Hund jetzt hier nicht irgendwie wieder selbstmörderisch darunter springt. Kann ich den irgendwie auch heimlich ausschalten? Ist da jemand? Nicht heimlich genug. Ich würde dir ja gerne sagen, dass das Leben andere Optionen für dich bereithält. Ich bin mir da aber nicht so sicher. Und davon kamen alle Angst. Ha! Er ist ein Witz! Ein Witz ist er, ein Witz! Schau mal, was er für ein Witz ist. Hey, Grigori, machst du das? Okay, dann gebe ich eben an. Okay, das war kein... Boah, hier sind die Flügel von... Aber du hast angefangen. Du hast dir also gedacht, ich werde ein mächtiger Krimineller. Und? Nochmal nachgedacht? Sie sprechen immer von einer Waffe. Ich verwette mein letztes Netz, dass Schulz zur Abteilung für Spezialprojekte will. So, aber Max Dillon werden wir erst in der nächsten Folge retten. Ist auch cool hier so mit Spider-Man mit Flügeln. Damit verabschiede ich mich. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus, euer Marv.